Servus zu einer neuen Ausgabe von Athleten-TV, habe ich jetzt neu gegründet. Wir haben beim letzten Mal schon den Philipp da gehabt, der jetzt in den USA noch im Moment ist und dort Football spielt. Und heute haben wir eine weitere Person da, die uns auch in die USA verlässt. Stell dich nochmal ganz kurz vor, wer bist du eigentlich und was ist deine Sportart? Okay, was wollt ihr alles wissen über mich? Wie viel soll ich sagen? Okay, wer bin ich? Ich bin der Markus, Markus Marzoch, 27 Jahre jung, oder? Ja, ist schon noch jung. Ich spiele Fußball, habe früher hier auch beim Jahn Regensburg gespielt, in der zweiten Liga. Damals waren wir leider nicht so erfolgreich wie dieses Mal. Und habe dann aber nach circa 3,5 Jahren Profifußball aufgehört. Habe mich 2 Jahre lang mal irgendwie anders orientiert und jetzt geht es eben durch diesen Fußball zurück nach Amerika. Genau, also du wirst direkt nach Amerika gehen. Wohin genau und vor allem warum? Wohin genau? Also es geht nach Florida, West Palm Beach, um genau zu sein. Der Club heißt Palm Beach United, also das klingt schon nach viel Spaß. warum ist... Eigentlich recht simpel. Also ich habe in den letzten Monaten einfach gemerkt, wo mein Herz steckt, wo meine Liebe steckt. Und es ist einfach mal beim Sport, beim Fußball. Also es gibt für mich einfach nichts Geileres, als auf dem Platz zu stehen oder jetzt auch hier im Gym zu sein und mein Potenzial in meinem Körper zu arbeiten, mit dem Ball zu arbeiten. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund. Also das habe ich für mich wieder entdeckt und deshalb, ja, kam dann diese Chance auch zustande und die möchte ich auch wahrnehmen. Okay, aber du spielst jetzt, also gehst rüber als Spieler, oder? Der ursprüngliche Plan war eigentlich was anderes, oder? Ursprünglich war der Plan dort zwar auch Fußball zu spielen, aber an dem College. Also dort in Amerika läuft es ja ein bisschen anders als bei uns. Du bekommst da... Als Leistungssportler oder wenn du ein guter Sportler bist, vor allem als deutscher Fußballer in Amerika, ist es etwas leichter, bekommst du da ziemlich leicht ein Stipendium. Bin da über einen Freund auch draufgekommen, der sich da auch beworben hat. Und über eine Agentur habe ich das dann eben versucht. Das hat leider nicht funktioniert, weil die etwas strenge Regularien haben. Also wenn du schon mal Profi gewesen bist, dann funktioniert das halt einfach nicht mehr. Aber durch diese Agentur kam dann der Kontakt mit dem Verein zustande, wo ich jetzt hingehe. Und so hat das Ganze dann quasi funktioniert. Vielleicht für die Leute, die noch ein bisschen mehr über dich als Fußballspieler wissen wollen, welche Position spielst du? Und wir können da vielleicht sogar auch ein bisschen Footage einblenden von dir. Erzähl mal ein bisschen. Also ich bin eigentlich ein offensiver Rounder. Am wohlsten fühle ich mich im zentralen Mittelfeld, im offensiven zentralen Mittelfeld. Gespielt habe ich in meiner Karriere eigentlich schon alles außer Innenverteidiger und Torwart. aber wie gesagt, also so Lieblingsposition im zentralen offensiven Mittelfeld. Und was war die andere Frage? Noch irgendwas hast du gefragt, ne? Nee, war das alles? Okay, gut. Was mich jetzt sehr interessiert, weil es natürlich hier in Deutschland und gerade ich als Strength Coach sozusagen, mich interessiert es ja brutal. Weißt du schon ungefähr, was dich vom Training her drüben erwartet? Hast du da ungefähr schon mal was gesehen? Ich weiß zum Beispiel, dass beim Philipp damals, da hat er richtig Vorgaben bekommen, was er denn alles für Übungen machen soll und sollen kann. Welches Leistungsniveau da irgendwie erfordert ist. Hast du da schon irgendwas, weißt du da was? Und wie allgemein so vielleicht das Niveau drüben ist, nicht nur vom Fußballspielen, sondern auch vom Außenrum, wie viel Krafttraining, was wird da erwartet und so weiter. Ja, also wir haben jetzt keine Vorgaben bekommen in dem Sinne. Von daher, ich muss jetzt nicht irgendwie irgendwelche bestimmten Zeiten laufen oder irgendwelche bestimmte Gewichte stemmen. Der Unterschied zwischen Amerika und Deutschland, also jetzt speziell im Fußball, im technisch-taktischen Bereich, sind wir natürlich weit voraus. Also das ist auch, ja, ich denke, der Grund, warum jetzt auch sehr, sehr viele deutsche Fußballer rübergehen nach Amerika und auch sehr, sehr erfolgreich sind. Wurde jetzt im letzten Jahr zum Beispiel ein deutscher Rookie of the Year in der MLS, in der ersten Liga dort, was ja auch ein Zeichen dafür ist. Was den athletischen Bereich aber angeht,
ja, sind die uns schon um einiges voraus. Also wir haben da schon einige Informationen bekommen, wie das aussieht, wie viele Trainingseinheiten wir haben. Ich habe es jetzt nicht mehr auswendig im Kopf. Aber allein wie das Ganze aufgebaut wird, also wir werden quasi in Apartments einquartiert, alle zusammen. Wir haben 300 Meter entfernt davon so ein Performance Center, Performance and Rehab Center, wo wir tagtäglich uns behandeln lassen können, uns massieren lassen können, wo wir tagtäglich an unserer Performance arbeiten können, was halt schon richtig geil ist. Morgens ist dort immer Fußballtraining auf dem Platz. Nachmittags wird es dann wahrscheinlich in den Sommermonaten dort zu heiß und dann geht es dann eben in den Kraftraum. Aber was da jetzt speziell erwartet wird, also da bin ich selbst auch extrem gespannt. Ich weiß es nicht wirklich und vom fußballerischen Niveau kenne ich jetzt keinen, der jetzt zum Beispiel in dieser Liga schon gespielt hat. Vom College her weiß man so ungefähr, wo sich's einpendelt. Sagen wir mal, Viert-, Liga-Niveau in Deutschland. Aber jetzt in dieser Liga, wo ich jetzt lande, also das ist dort die dritthöchste Spielklasse, ich kann es leider nicht einschätzen. Ja. Ich bin total gespannt und ja, wir werden sehen. Du hast es gerade schon angesprochen, dritthöchste Klasse. Das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen. Wie weit ist der Weg so zur MLS? Also das ist praktisch so die erste Bundesliga, kann man so sagen. Aber dann national, also ganz USA, das ist ja nochmal eigentlich größer, muss man fast sagen. Aber also wie weit müsstest du dich da hochkämpfen, sage ich jetzt mal? Und wie schätzt du so deine Chancen ein? Also klar, die MLS ist dann schon noch ein bisschen weg. Da muss man auch mal realistisch bleiben. Es herrscht zurzeit ein Riesenhype, vor allem jetzt hier bei uns in Deutschland, eben durch diesen Julian Gressel, der da Rookie of the Year wurde und hier in der 6. Liga oder so gespielt hat. Dadurch herrscht halt hier ein extremer Hype, und man sagt, ja, okay, als Deutscher hast du auf jeden Fall gute Chancen. Für mich selbst, für mich persönlich ist es natürlich ein Traum. Ich bin immer noch, also zur Zeit, wenn ich auf dem Fußballplatz bin, ist das wie ja, so ein 10-jähriger Junge, der das da einfach losgelassen wird und kicken darf. Und von daher ist bei mir einfach schon im Innersten schon noch irgendwie so der Traum, da jetzt einfach nochmal alles rauszuholen. Ich sehe es so, also ich gebe für mich das Beste, was ich machen kann, und dann wird man sehen, wie weit es geht, ob es jetzt in die MLS reicht oder nicht. Ist jetzt für mich nicht zwingend notwendig, aber es wäre natürlich schon eine echt geile Sache. Ja, da drücken wir auf jeden Fall hart die Daumen. Was mich jetzt auch noch interessiert, wie du dich jetzt hier drin vorbereitet hast, weil ich muss dazu sagen, das Marre ist ein Fußballer, der auch seine Beine trainiert. Ich glaube, das ist ja wirklich bei uns in Deutschland immer noch so gang und gäbe. Ich sage jetzt mal, also gerade jetzt in den unteren Ligen, ich weiß nicht, wie es im ersten Bundesliga-Bereich ist, aber da ist es natürlich schon noch so, ja, ich trainiere meine Beine auf dem Fußballplatz und dann gehe ich ins Fitnessstudio, pump ein bisschen Brustbizeps. Ja, es ist halt, wenn man sich, glaube ich, mal die Top-Spieler dann anschaut und wie du es schon angesprochen hast, aus rein athletischer Sicht ist da Amerika wirklich sehr, sehr weit vor. Man hat es ja selber gemerkt, als der Klinsmann dann aus Amerika zurückkam und dann einfach die deutsche Nationalmannschaft nochmal einen Sprung gemacht hat einfach. Also da gerade mit Marc Verstegen ist da nochmal einiges passiert mit Exos und so. Also das finde ich auch sehr, sehr interessant und ja, vielleicht interessiert es auch einfach mal andere Fußballspieler hier in Regensburg und Umgebung, wie du hier drin so trainiert hast. Wir werden hier auch so ein paar Einblicke gewähren. Wie hast du dein Training ausgeschaut? Vor allem auch hier drin. Ja. Also vielleicht zuallererst, ich habe früher genau dasselbe gedacht. die Beine trainiere ich am Fußballplatz und dann gehen wir hier ins Gym und machen halt ein bisschen Oberkörper. For the ladies, haben wir früher gesagt. Nein. nee, jetzt sieht es natürlich komplett anders aus. Also ich habe schon einen Ganzkörper-Trainingsplan mit, also an zwei Trainingstagen auch schwer Beine, also beim Squatten, Kniebeugen, wo ich da wirklich schon auch ja, an mein Limit gehe und auch versuche, mich immer weiter zu steigern. Genauso wie beim Deadliften, was für mich ja, eine sehr entscheidende Übung eigentlich ist für Fußballer, weil wir als Fußballer hier hinten in den Hamstrings und in den Glutes
ja doch etwas schwächeln, sage ich mal. Und da helfen die Deadlifts halt ungemein. Und alles, was damit natürlich zu tun hat, einfach um die hintere Kette zu trainieren, um da einfach noch mehr Kraft zu bekommen. Man merkt es extrem in vielen Sachen, eigentlich komplett, die komplette Ausstrahlung, die Körperspannung auf dem Platz, auch in den Zweikämpfen bist du stabiler, du hast einfach generell einfach mehr Power. Und wie sieht mein Trainingsplan genau aus, vielleicht da noch ein bisschen rein. Also bevor ich eigentlich mit den Grundübungen anfange, tobe ich mich hier auf dem Kunstrasen, den man hoffentlich sieht, so circa, also mindestens eigentlich eine halbe Stunde schon aus. Mache da viele Core-Übungen, für die Rumpfstabilität, für die Schulterstabilität, für die Hüftstabilität und Beweglichkeit. Das ist schon mal einfach extrem geil, was man, muss ich jetzt echt mal dazu sagen, was man so in wenigen Fitnessstudios findet, weil das wirklich echt mega geil ist. Also hier kann man einfach alles machen. Das ist echt geil. Und dann geht's in die Grundübungen. So lala, Entschuldigung für die kleine Störung. Das Mario hat uns so gelobt, dass die Kamera explodiert ist. Also du warst stehen geblieben, dass man eben bei uns alles machen kann, dass du dich dann eben mit diesen Core-Sachen sehr, sehr gut aufwärmst und dann machst du was? Genau, dann geht's weiter. Da habe ich eigentlich drei Trainingstage. An einem Tag trainiere ich schwer Squats und Bench. Und danach natürlich noch ein paar Accessory-Übungen. Aber jetzt so diese Mainlifts und am zweiten Tag Deadlift und Overhead Press. Und dann habe ich noch einen Max-Effort-Tag, also einen Tag vorm Spiel. Gehe ich einfach nochmal richtig rein mit 80-90% vom One Rep Max und mach fünf Sätze mit einer oder zwei Reps. Einfach nochmal, um das Ganze zu aktivieren, um nochmal in den Speed zu kommen, damit man dann am nächsten Tag Vollgas da ist, sage ich mal. Genau. Und das merkst du dann auch im Spiel dann? Also, dass du eben da nochmal richtig schön trainiert hast? Also, man ist ja wenig Volumen an dem Tag, das heißt, du gehst jetzt eher in die Kraft rein, aber du bist ja praktisch am Spieltag nicht erschöpft, aber darauf vorbereitet, oder? Genau, ja, genau das ist das Ziel, dass du schon einfach noch ein bisschen Spannung in den Muskeln reinkriegst, aber die Einheit selbst, die macht mich nicht müde. Also es ist wirklich jetzt einfach nur ganz kurz rein auf Speed. Ich mache meistens dann noch 3, 4, 10 Meter Sprints, die ich jetzt hier auf dem Kunstrasen noch mache oder manchmal auch nochmal mit dem Zugschlitten, dass man dann wirklich am Samstag richtig frisch ist. Ja. Ja, wunderbar. Also, ich fand es sehr, sehr interessant alles. Ich hoffe, dass du in den USA sehr, sehr erfolgreich wirst. Okay. Vielleicht Rookie of the Year. Das wäre natürlich wunderbar. Das würde uns sehr freuen. Genau, ich drücke dir echt die Daumen, dass du da so lange drüben bleiben kannst, wie du möchtest. Und hoffe, dass du nicht in der Hitze dahin schmelzt. Weil das ist natürlich auch nochmal ein Riesenfaktor. Genau, also ich hoffe wirklich, ich drücke dir die Daumen. Du hast den Support vom Puf und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Danke. Darf ich noch was sagen? Ja, ich krieg's ja schon. was wollte ich sagen? Achso, ja, erstmal mega, mega fettes Dankeschön, dass ihr hier erstens mal so ein geiles Studio aufgebaut habt, zweitens aber auch vor allem so eine geile Community. Ich möchte jetzt vielleicht ein Beispiel geben. Das war erst letzte Woche. Also ich habe noch ein Video für die USA gebraucht von meinem Spiel. Und das ist halt einfach Wahnsinn, wie das dann funktioniert hat, wenn man einfach mit den Leuten spricht, wie sich das rumspricht und auf einmal hat man eine Profikamera da, will die Kamera abholen, denkt, das ist so ein kleines Ding und dann kommt auf einmal so ein riesen Oschi und dann weiß man nicht, okay, wer soll denn das Ganze filmen, spricht da ein bisschen rum und auf einmal sagt ein Kumpel aus dem Gym, hey, ich habe Zeit. Also allein das hat mir schon wieder gezeigt, wie geil das hier ist, was das hier ja wirklich eigentlich auch für eine große Familie ist, wie man da hier auch zusammenhält und es ist einfach geil. Also danke dafür. Bitte, bitte. Also wenn ihr nochmal Fragen habt, könnt ihr gerne auch nochmal drunter kommentieren. Ich denke, dass Mario wird da gerne auch nochmal Frage und Antwort stehen unter dem Video oder in der Zeit, in der er jetzt noch hier ist. Wann geht es genau los? Anfang Mai. Also der Flug ist für den 8. Mai geplant, ist aber jetzt noch nicht gebucht. Könnt ihr ihn auch einfach im Training mal anquatschen. Genau. Und da wird er, denke ich, auch Frage und Antwort stellen. Vielen Dank fürs Zuschauen und
Wenn ihr die Zeit habt, könnt ihr uns noch ein Like oder ein Love da lassen oder eben kommentieren. Dankeschön.